ja keinen Sonnenschein zu uns auf die Bühne. Sonnenschein ist über die Grenzen, Lenkerwechsel ganz mal, sicherlich eine bekannte Größe, was aber vielleicht nicht alle wissen, er ist genauso alt wie die Stadt. Jahrgang 36, 75 Jahre ist er in diesem Jahr geworden. Karl-Heinz Sonnenscheins Leben ist insgesamt ein Leben für den Sport und die Gemeinschaft. Sein Engagement im Einzelnen aufzuzählen, bräuchte einen weitaus größeren Rahmen, als uns der heutige Abend bietet. Daher hier nur eine Auflistung der für den Sport bedeutendsten Angaben. Fangen wir mit den Auszeichnungen mal an. DJK Diözesianverband Münster, 1977 die goldene Ehrennadel, 2005 Verbandstagsleitung. Ehrungen von den verschiedensten Sportverbänden, insbesondere Tischtennisclub. 1990 Ehrung als verdiente Persönlichkeit des Sportes zusammen mit seiner Ehefrau Inge durch den Stadtsportverband Mahl. 1998 Ehrung der Stadt Mahl für sein ehrenamtliches Engagement. 2007 die Ehrung für 40 Jahre Vereinsvorsitz. Und später kommt noch etwas, ich glaube das Bedeutsamste. Mitgliedschaften. Über drei Jahrzehnte fördert er internationale Begegnungen im Tischtennis und Volleyball mit Belgien, Niederlande, Großbritannien. Seit 1982 ist er stellvertretender Vorsitzender des DJK-Kreisverbandes Recklinghausen. Seit 1995 ist er Mitglied im Stadtsportverband Mahl, als Mitglied des Gesamtvorstandes, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, Mitglied der Arbeitsgruppe Sportgebung, Mitglied der Arbeitsgruppe Veranstaltung, der kann sich nirgendwo zurückhalten. Und als solcher ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Vorstand des Sportverbandes Mahl und dem Vereinsvertretung. Ganz wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass seit 1998 auf unserem geliebten Flugplatz Lohmühle das Inlineskaten auf der Start- und Landebahn möglich ist, was auch ihm zuzuschreiben ist. 2005 ist er in den Beirat des Schul-, Sozial- und Kulturprojekts Unterbundes Chamäleon gewählt worden. Und die bedeutsamste Auszeichnung ist sicherlich 2009 gewesen, nämlich dort hat er das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und zwar am Bande, muss man dazu sagen. All diese Tätigkeiten können von uns als Ehrende kaum richtig anerkannt werden. Wir können wie bei Günter Peck eigentlich nur sagen, es ist ein Lebenswerk. Ein Leben für den Sport, das sicherlich auch durch seine Ehefrau Inge im Rücken maßgeblich mitgetragen wurde, die ja selbst auch im Sport sehr engagiert tätig ist, aber leider heute Abend hier nicht weilen kann. Karl-Heinz, meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem einzigartigen Leben und bleib weiter so fit. Gut verpackt. Kalle, lass dir Zeit, ganz in Ruhe.